Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die 5 meist unterschätzten Übungen meiner Meinung nach. Fangen wir auch direkt an mit der ersten Übung, und zwar Super Incline. Heißt nichts anderes als sehr schräges Schrägbankdrücken. Warum bin ich der Meinung, dass die Übung unterschätzt ist? Zum einen machen diese Übungen die wenigsten Leute, denn die meisten Bänke, die ihr so kennt, die schon vorgefertigt sind, die sind gar nicht so schräg. Das heißt, ihr könnt diese Übung meistens gar nicht ausführen. Ihr braucht dann entweder Kurzhantel, weil hier könnt ihr die Bank so einstellen, wie ihr wollt, oder natürlich, ihr habt so Rigs, wo ihr das selbst einstellen könnt, oder eine Maschine. Warum ist diese Übung denn unterschätzt? Guckt mal kurz, wie mein Oberkörper sich verhält, wenn ich eine ordentliche Brücke mache, ne, was ja eigentlich sein soll. Du willst die Schulterblätter nach hinten schieben, ist ein bisschen weit weg jetzt die Hantel, ne? Aber du willst die Schulterblätter nach hinten schieben, den Brustkorb hochschieben, damit auch die Brust arbeitet. Ja, was passiert dann? Ihr werdet einfach in der Position sein, in der ihr gar nicht mehr so schräg seid. Vom Oberkörperwinkel aus. Und wenn ihr natürlich eine Bank benutzt, die nicht so schräg ist, aber eine große Brücke macht, dann werdet ihr eigentlich die oberen Brustmuskelfasern nicht perfekt treffen. Wenn du also beim normalen Schrägbankdrücken die oberen Fasern nicht spürst, also ich mache es immer in der Mitte aus, wenn ich das hier nicht spüre, dann besorgt dir eine noch schrägere Bank, behalt die Brücke bei, die du sonst auch hast, also mach nicht eine noch fettere Brücke, und dann solltest du die obere Brust richtig gut treffen. Und aus dem Grund, Super Incline, sehr krass unterschätzt, und die meisten, ja, machen sie nicht oder haben keine Möglichkeit, diese mit einer langen Hantel auszuführen. Schnappt euch Kurzhanteln, damit geht's immer. So, nächste Übung. Und zwar, gerade fürs Bodybuilding, brutal unterschätzt. Safety Bar. Was ist das Tolle an dem Ding, ne? Ihr könnt das Gewicht hinten ablegen, und dadurch, dass ihr hier so einen Knick habt, ja, ist das Gewicht weiter nach vorne. Bedeutet, ich hüpfe mal hier rein, ihr habt einen Front Squat, der aber eigentlich hinten ist. Das heißt, ihr braucht keine Technik dafür, keine Mobility, keine große Stabilisation, gar nichts. Ihr braucht nur stabile Oberschenkel, um dieses Gewicht nach oben zu bringen. Guck mal, ich kann sogar so stehen. Crazy. Ich brauche gar nicht das Ding festhalten. Wenn ihr dann auch noch, ja, beim Runtergehen die Handle nach vorne drückt, schaut mal, was mit dem Gewicht passiert. Das Gewicht geht nach vorne. Das heißt, der Schwerpunkt ist noch weiter vorne, und ihr habt praktisch einen richtig aufrechten Front Squat, der extrem viel Oberschenkelmuskel abverlangt, ohne das Gewicht hier zu halten und euch halb selbst zu erwürgen oder die Mobility dafür zu haben oder sonstiges. Ihr könnt euch nur auf die Oberschenkel hier fokussieren, schiebt aber dabei das noch ein bisschen nach oben, damit dieser Hebel ein bisschen größer ist, und ihr habt eine richtig geile Oberschenkelübung. Aktuell mache ich die mit einer Pause unten, und dann, ja, sollten eigentlich brachialen Oberschenkeln gar nichts mehr im Weg stehen, denn diese Übung ist einfach nur brutal. Können aber viele auch nicht machen, ne? Weil die das Equipment nicht haben. Aber wenn ihr das habt, dann probiert es mal aus. Außer hier in meinem Gym. Ich will die Bar für mich alleine, Freunde, ne? Ich will jetzt nicht demnächst hier 20 Minuten erwarten müssen. Nächste Übung, Bulgarian Split Squats. Die Übung, ich kann gar nicht erzählen, wie geil die ist. Ich habe mich letztens leider bei der verletzt. Ganz komisch, an einem Muskel, der gar nicht beteiligt ist. Aber wie dem auch sei, wenn ihr gesund seid, wenn ihr keine schlechte Beziehung zu dieser Übung habt, dann führt sie aus. Richtig krass für den Oberschenkel, richtig krass für den Beinbeuger. Brutal, deswegen machen sie wahrscheinlich nicht so viele. Aber Leute, gönnt euch einfach diese Übung. Richtig krass. Das Bein könnt ihr ein bisschen experimentieren, wo ihr es haben wollt, ne? Wenn ihr es ein bisschen weiter hinten habt, ja, habt ihr sehr viel Beugung im Oberschenkelmuskel. Das ist ein bisschen schlecht eingestellt jetzt für mich. Wenn ihr es weiter vorne habt, dann habt ihr ein bisschen weniger Oberschenkelbeugung und dadurch halt, Kniebeugung, sorry, und dadurch halt natürlich ein bisschen weniger Oberschenkel. Also, Bulgarian Split Squats, richtig krasse Übung. Könnt den Zielmuskel richtig gut treffen. Das ist eine Übung, die ein bisschen Stabilität erfordert. Ja, dadurch, dass ihr mit einem Bein das Ganze stabilisieren müsst, ist es nochmal für den Glut eine ganz andere Sache, Freunde. Plus, ihr könnt jedes Bein einzeln trainieren, auch ein Riesenvorteil. Ich sehe viel zu wenig Leute Bulgarian Split Squats machen, meiner Meinung nach. Deiner Meinung nach auch? Yep. Yes, und jetzt müssen wir mal weg. Und zwar gibt es jetzt die nächste Übung im nächsten Raum. Und in der Zwischenzeit, Freunde, ne? Wenn du auf der Suche nach einem richtig geilen Trainingsplan bist, mit einer kompletten Trainingsplangestaltung, das heißt nicht nur Tag 1, 2, 3, sondern Tag 20, 35 und 40, dann hol dir unbedingt das Trainingspedia Pro. Dort hast du nicht nur ein richtig geiles E-Book, wo du alles nachlesen kannst, was du so wissen musst, wann du was anpassen musst, sondern auch die geilsten Pläne.
die man so machen kann. Nächste Übung, Überzüge. Für mich auch hart, hart, hart unterschätzt, denn mit keiner anderen Übung kann man den Lat isolieren, über die volle Range of Motion trainieren. Das habe ich gerade da hingelegt, um die Maschine zu besetzen. Aber worauf wollte ich hinaus? Also, du kannst bei keiner anderen Übung wirklich die Full Range of Motion des kompletten Lats ansteuern, ohne den Bizeps zu aktivieren. Das heißt, du kannst im Prinzip den Muskel isolieren, ohne irgendwie zu viel systematische Erschöpfung anzuhäufen. Das heißt, dein Nervensystem, dein gesamtes System zu stark zu belasten. Plus, du hast auch noch den großen Vorteil, dass du hier richtig gut dich noch reinlehnen kannst, ne, und die Funktion des Latissimus mitnehmen kannst. Also für mich eine Übung, die definitiv hart unterschätzt wird. Viele sagen ja, ja, mit der Übung baut man keine Muskeln auf. Warum? Der Lat wird maximal gedehnt, maximal kontrahiert, weißt du? Maximal gedehnt, maximal kontrahiert. Und genau so wächst ein Muskel maximal. Bei einer Isolationsübung, wo man auch noch sehr gut den Muskel ansteuern kann. Viele haben ja Probleme irgendwie bei Latzuggeschichten, irgendwie den Lat richtig zu treffen. Und gerade dafür ist es doch perfekt geeignet. Man kann diese Übung auch vor den Latzügen machen, um vielleicht ein bisschen Blut reinzubekommen und ein bisschen die Aktivierung zu erhöhen. Dann vielleicht nicht ans Muskelversagen gehen, aber an sich Überzüge eine richtig feine Sache. Und jetzt müssen wir eigentlich wieder in einen anderen Raum. War gar nicht so schlau, dass wir hier nochmal zurück müssen. Aber ich spiele das mal schnell ab. Okay. Machen wir auch wieder. Also, die fünfte Übung ist gerade bei Leuten, die vielleicht sehr Science unterwegs sind und Powerlifting unterwegs sind, auch hart unterschätzt, und zwar Multipressen-Kniebeuge. Da wird der eine oder andere mich vielleicht steinigen für, oh mein Gott, Tipp, wie kannst du nur in der Multipresse beugen? Das ist jetzt kein Squat-Ersatz, aber für 2-3 Monate ab und zu mal für einen Quad-Spezialisierungszyklus bietet sich sowas sehr gut an, denn eine perfekte Kniebeuge ist von der Hantelbewegung auch recht gerade. Ein perfektes Bankdrücken leider nicht, deswegen macht es auch wenig Sinn, hier drin Bankdrücken zu machen. Für eine Kniebeuge, wenn du die Beweglichkeit hast und nur den Oberschenkel fokussieren willst, bietet sich sowas richtig gut an. Ich würde dir empfehlen, das Ganze so einzustellen, dass du mit deinem mittleren Fuß ein bisschen weiter vor bist. Also das dahin wandert die Stange, ja? Ich würde mit dem Midfoot ein bisschen weiter nach vorne, ja, also so stehen circa, ja, und so aufrecht wie möglich beugen. Dafür brauchst du sehr viel Dorsalflexion, das heißt Sprunggelenksmobility, aber wenn du diese hast, dann kannst du hier richtig aufrecht beugen, den Oberschenkelmuskel wirklich sehr, sehr stark isolieren, ohne dein ganzes System zu zerstören, ja. Also wenn du normale schwere Kniebeuge machst, 10 Wiederholungen oder was, und 10 Wiederholungen hier, beides ans Muskelversagen, das kannst du nicht vergleichen. Das fühlt sich an wie Wellness hier, ne? Aber der Muskel lokal, der wird sehr stark ermüdet, sehr stark getroffen. Und du hast hier wirklich eine sehr, sehr gute Oberschenkelmuskelübung, wenn du die Mobility dafür hast und wenn du kein Anfänger mehr bist. Also das ist nichts für Anfänger, das würde ich dir nicht empfehlen unbedingt, weil du dann in Positionen reingedrückt wirst, in die du gar nicht rein kannst eigentlich, überhaupt gar nicht. Und deswegen kannst du für mehr Gelenksverschleiß sorgen, für größere Verletzungen, mehr Verletzungen. Also lieber sowas Leuten überlassen, die schon ein bisschen mehr trainieren und die vielleicht für 2-3 Monate eine Alternative zur Kniebeuge suchen und richtig aufrecht heilbar beugen möchten. Also wie gesagt, Vorteil hier, du hast eine sehr gerade Stangenführung, aber eine optimale Kniebeuge sollte eine sehr gerade Stangenführung sowieso schon beinhalten. Deswegen ist es nicht tragisch, das Ganze geführt zu machen. Auch wenn der ein oder andere sich jetzt an den Kopf fasst und denkt, nein, warum? Es gibt eigentlich keinen guten Grund, wenn du die Mobility dafür hast und sowieso schon recht gerade beugst, weil deine Technik passt, das nicht mal in der Multipresse zu machen, wenn du, wie gesagt, den Oberschenkelmuskel priorisieren willst, ohne dein Gesamtsystem großartig zu belasten. Und das war's auch eigentlich schon mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, dann Daumen nach oben nicht vergessen, Freunde. Wenn du Fragen hast, ab damit in die Kommentare. Und wenn du noch so ein Video sehen willst, denn es gibt noch hier und da ein paar Übungen, die ich für ein bisschen unterschätzt halte, dann lasst mich wissen. Wir sehen jetzt out. Ciao.